Lego Batman Folge 16. Die Welt ist immer noch in Gefahr. Wer bist du? Ich bin blau. Du bist grün. Ich bin grün. Sag mal, ist der Hell eigentlich, ist der, über den machen sich die manchmal ein bisschen lustig, oder? Das seien die anderen Helden? Ich hatte bei dem Lego Marvel Spiel so das Gefühl, dass der Superman so ein bisschen angenervt war von dem Hell. Was hast du denn für ein Lego Marvel Spiel gespielt? Nee, Superman nicht Lego von Marvel. Green Lantern Lego, angenervt. Lego Spiel zum Film. Hieß es so. Ja. Weißt du, da war doch diese Kampfroboter-Sequenz. Ja. Und irgendwie kam dann der Hell und wollte da mithelfen und Superman wirkte aber so, als sei er jetzt nicht irre begeistert. Kann sein. Ich habe hier gerade Probleme mit meinem blöden Kopfhörer. Spiel geht nicht richtig, der Ton geht nicht richtig. Keine Ahnung warum. Das hat man davon, wenn man bei Rossmann hault, ne? Da kauft man sich für 10 Euro Kopfhörer, dann sind die kaputt. Ich geh jetzt hier mal hin. Was kann man denn da machen? Tron. Ah! Kommt man denn zu dem hin? Na, so nicht. Ja! Sagen Sie doch was. So eher? Was ist denn das hier? Oh, die schieben eigentlich weg. So, dann muss man hier so weiter. Dann eher hier so lang und so. Schön tricky. Das ist aber schon noch so ein bisschen wie bei Indiana Jones mit der Glaubensbeweis. Hier nur springen. Du siehst gar nicht, wo du hinspringst. Ja. Das jetzt wegen dem Zweispieler-Modus so komisch ist, oder? Keine Ahnung. Als hast du mich mitgezogen? Ich glaube schon. No! Wow! Nein! So oben? Nee, in die Tiefe gesprungen. Der Zug nach Paderborn fährt ein auf Gleis 3. Komm her! Ja, bei mir klingt es auch gerade ganz komisch abgehackt, aber ich glaube, es liegt an unseren dummen Kopfhörern. Bei mir ist jetzt gut. Jetzt wieder schlecht. Jetzt ist wieder gut. Irgendeiner ist hier weggelaufen. Kann man mit dem was machen? Oh Gott, die lasern einen hier kaputt. Ja. Das ist ja... Ist das denn die Möglichkeit? Wachburschen. Ja. Ich glaube, ich muss hier gar nicht lang. Ich bin da trotzdem einfach mal entlang gelaufen. Muss irgendwie einen Weg zu ihm da hinten finden. Aber... Keine Ahnung, was ich für ein Scheiß zu sagen. Ach, da ist er ja. Ja, ja. War gar nicht so verkehrt. Da hinten in der Ecke steht er. Nein. Aber irgendwo sind halt diese Lasertypen. Hast du ihn? Ich habe ihn. Sauber. Wecke-Brainiac-Gagt. Brainiac ist auf dem Weg nach Gotham, Batman. Natürlich. Das ist meins. Das ist meins. Und das hier? Flash, du willst sie doch sicher zurücklegen. Okay. Kann ich deinen Gürtel haben? Wo sind die ganzen armen Menschen? Sie verschanzen sich wohl aus Angst, dass wir auf sie drauftreten. Oh, ich liebe euch, Leute. Seht nur, da ist Brainiac. Ah, ein riesiger Schädel. Ich kann ihnen nicht entkommen. Oh.
Angriff, meine Schergen! Angriff! Das ist jetzt Gotham, oder? Sieht fast so aus. Da mit dem Ace Chemical? So geil, wie die halt alle von diesen von den Ringen betroffen sind. Ja, ich wollte gerade fragen, die sind immer noch alle unter dem Einfluss, ne? Und das haben sie auch erklärt, warum es da keine Menschen gibt, weil die sich natürlich alle versteckt haben, weil sie Angst haben, dass sie auf sie drauf treten. Voll nett. Und auch wieder hier die Stadt komplett aus Lego gebaut diesmal. Nichts mehr mit so falschen Gebäuden. Und wie viel besser das ist, wenn das alles aus Lego gebaut ist. Oder? Das ist so eine Fake-Scheiße. Das hat man früher, wurde man da im Kinderzimmer für verdroschen, wenn man gesagt hat, man hat eine tolle Lego-Stadt gebaut und dann war die gar nicht aus Lego. Ja, weißt du, ein Teil falsch war. Weißt du, wenn dann einer irgendwie so ankam, wegen hat eine geile Lego-Polizei. Und da war es aber eigentlich eine Playmobil-Polizei. Oh, okay, ja gut, das ist aber, da ist die Tracht Prügel auf dem Schulhof aber verdient. Ja. Guck mal, sind so klein. Ich bin auf dem Dach oben. Nee, so Playmobil ist halt echt peinlich. Ja. Kaufen Eltern heute ihren Kindern noch Playmobil? Gibt's wohl immer noch. Echt? Aber nur wenn, also das sind dann die ihre Kinder hassen, oder? Richtig, ja. Okay. Das ist auch der Slogan. Also da stimmen dann noch alle Regeln wie von früher. Aber warte mal, ich bin ja ein Depp. Ich habe doch einen Ding-Anzug. Ich habe doch so einen Super Space Super Anzug. Ach komm, ich bin hier hochgeflogen. Bist du auch schon hier hoch? Ich war da eben schon oben. Aber ich habe keinen. Schau mal, gibt's hier irgendwo so ein Treibstoff-Dings? Was ist denn das da hinten? Wie war denn das nochmal? Ich glaube, ich brauche so einen Sauganzug. Für was denn? Hier oben sind so kleine Lego-Steine, die er aufsaugen kann. Oh, warte mal, was ist. Hier kann ich doch lasern. Aber ich kann das nicht aufsaugen. Oh, jetzt habe ich es falsch gemacht. Warte mal, ich muss. Ich glaube, du bist da gefragt. Ich habe keinen. Ich glaube, ich muss erstmal hier an dem von dem Tanklaster, an diesem Gold-Dingsbums, das auflasern mit dem Laser, der im Weltraumanzug verbaut ist. Ja, das kann sein. Jetzt hauen wir erstmal den hier kaputt. Hier liegen auf jeden Fall ganz viele so kleine Teile rum, die du, glaube ich, einsammeln kannst. Guck mal, das wird hier ganz schön warm. Oh, jetzt kommt hier Us raus. Immer auf der Lauer. Da ist ein Lego. Minikit drin. Ja, ja. Sieht ein bisschen so aus. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Außer einer Menge Sachbeschädigung? Ja, schau mal, die Teile tanzen doch, oder? Nee. Doch, hier hinten tanzt was. Schau mal. Hier kann ich was bauen. Ah, das ist so ein Drehteil. Ah, okay. Was ist denn das? Oh, 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 oh. Guck mal, die tanzen auch alle. Ach. Genau, und jetzt musst du einsammeln mit diesem Zeugenschutzding. Genau, 25 Stück brauchst du davon. Ach, das wird nur so. Ach, guck mal, jetzt hast du hier so ein. Sehr cool. Sammel du mal die Sachen ein. Ich kümmere mich um die. Ja, oder auch nicht. Aber ich brauche die. Ich kann die hier gar nicht einsammeln. Was? Was soll ich denn davon einsammeln? Doch, doch. Da die kleinen Steinchen da. Das ist zum Beispiel die drei roten, die da vor dir liegen. Du musst B gedrückt halten. Ah, dann saugt er die ein. Bist du hinten auf deinem Rücken? Ja, jetzt habe ich nicht lang genug gedrückt gehabt. Kannst du hier mal rein Raketen? Warte. Da brauche ich den hier für. Boah. Und jetzt brauchen wir irgendwie Feuer. Es liegen noch ein paar übrigens da rechts nach hinten. Da an diesem, an dem Ventilator. Wenn du den hochspringst. Ah ja. Da oben liegen welche. Ja, fast 19 habe ich jetzt. Liefer die mal ab.
Auch 6. Was ist das hier hinten im Eck noch was? Ich glaube, das hier hat sich gerade noch bewegt, oder? Nee, das täuscht. Ich glaube, aber du kannst durchs Feuer durch. Du hast doch den Schildanzug. Ach, stimmt, warte. Hier hinten, da kann ich nicht durch. Ja, so, da musst du B gedrückt halten. Genau. Ta, ihr Deppen. Da muss ich wieder aufpassen auf Seuchen. In dem Mülleimer ist bestimmt, genau, das sieht doch so noch gut aus. Noch Löcher drin. Da. Wenn Joker hier hätten, dem wird das gar nichts ausmachen, dem ganzen Ace Chemicals Scheiß. Hätte, hätte Fahrradkette. So, jetzt wieder mit dem. Nee, du brauchst. Ach doch, nee, passt. Alles richtig. Bist ja schon hier. Ah, das kann, glaube ich, der Große kaputt machen. Ja. Boing! Wir haben ihn! Sieht er sehr sauer aus? Ich hoffe, es geht ihm gut. Wir könnten ihm zur Entschuldigung ein Geschenk schicken. Ich liebe einen guten Jahrmarkt. Die Spielbuden, die Karusselle. Was für ein Riesenspaß. Jetzt haben wir einen Joker. Jetzt brauchen wir ihn wahrscheinlich. Jokers Funhouse. Ha 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 ha. Das war doch in Lego Batman 2, aber waren wir doch auch in einem Funhouse am Anfang. Ist das nicht eher in Batman, das ist in dem, wie heißen die großen Batmans? Na, da ist man auch, da in Arkham Asylum und Arkham City und so. Es ist so bunt hier alles, dass ich nicht weiß, wo was ist, was ich machen wie kann. Wie geil sie diese Planken mit den langen Lego-Steinen gebaut haben. Die Planken von dem Hafending. Ach hier, ja tatsächlich. So, wo können wir denn hin? Also hier hinten ist das was für den Joker. Schau mal hier an dem Schaukelschiff. Ja, warte. Hier ist ein Knopf, den. Ist das der, warte mal, das ist sogar der. Was ist denn der mit dem Blitz? Elektro? Da sieht er halt so aus wie in dem ersten Batman-Film, dem Tim Burton-Film, wo er dann den Typen grillt. Also wo er gerade erst in den Tank gefallen ist und noch nicht so weiß geschminkt, sondern noch so Hautfarben mit diesem Grinsen. Da hat er doch auch dann diese Elektrohand. Wie hieß denn noch? Hast du so einen Vibrationsanzug? Dann könntest du das hier freischalten. Warte. Aber es kann sein, dass der Joker gar nicht so ein Ding hat. Aber warte mal, diesen Ball habe ich auf jeden Fall. Was ist denn? Magnet ist es nicht. Nee, das ist ein Schallanzug. Aber hier ist der Kugelanzug. Ich glaube, der Joker hat den nicht. Ich weiß nicht, was das hier macht. Ich trete da rauf und dann kommt hier das Zeichen hoch. Wie geil es aussieht. Die zerschießen mich. Aber es scheint nichts. Ich weiß nicht, was das gerade gemacht hat. Du kannst jetzt da, glaube ich, hoch, oder? Warte mal. Ach guck mal, jetzt konnte ich hier hoch springen. 3-Punkt-Landung. Inklusive. So. Also hier gibt es jede Menge Gelegenheiten für Sachbeschädigung, aber. Ah, hier oben wäre was zum Weglasern. Kannst du hier auch hochspringen? Geht das für dich auch, dieser Dreiersprung? Genau. Das ist einfach gemacht, einfach links und rechts abspringen. Genau. Naja, fast. Ne, ich glaube, es kann nur der Flash. Kannst du mir hier irgendwas bauen, dass ich da wieder runter kann? Warte mal, hier kann ich was bauen. Ja, da kann ich auch hier irgendwie rauf. Ah, jetzt gehe ich mal Gumma. Gummi. Gumma. Ich gebe Gumma. Oh. Ja, die haben Spaß. Ich glaube, das gilt als Brücke. Dieses Rad ist ja riesig. Ein Riesenrad für einen riesigen Radfahrer. Ich wollte ein Riesenrad, aber jetzt baue ich etwas noch Besseres.
Oh, hier ist noch eine Blitzgelegenheit. Eins, zwei, wie heißt denn das Lied, was da gespielt wird? Das läuft doch auch im ersten Batman oben im Glockenturm. Jetzt echt am Ende? Ja. Oh, geil. Das... Oh, das ist ja geil. Mich erinnert das gerade total an. Kennst du das noch nicht? Das Strax. Guck mal, hier muss der Dings ran. Strax, diese Spielsachen von früher. Nee. Da konnte man sich auch so Achterbahnen zusammenbauen. Das war so ein Baukastensystem mit so Schienen und so. Das hat voll Spaß gemacht. Der Jahrmarkt ist gerettet. Was noch von ihm übrig ist jetzt? Wieso darfst du den Knopf drücken, um Brainiac aufzuhalten? Das sollte ich machen. Randy hoffen, dass alles gut werden. Das ist hier Poison Ivy. Poison Ivy, ja. Jetzt mehr denn je. Im Botanischen Garten finden wir bestimmt was, das uns weiterhilft. Genau. Wir müssen nur die gigantische Pflanze beiseite schaffen. Wo sind die Wurzeln? Solomon Grundy hoffen, dass Wurzeln ganz nah. Ist das Adam West? Ja. Das ist der aus dem Fernsehen. Ich habe mir jetzt, weil ich gerade wieder total viel die 60er-Jahre-Serie angucke, die ich auf Blu-ray geschenkt bekommen habe, da hatte ich schon vor Ewigkeiten mal den Soundtrack gekauft gehabt. Und ich kann von der alten Serie? Von der alten Serie. Es hat nur diese ganzen 60er Jahre Verfolgungsjagden und Prügelszenen Untermalung. Das ist so schlecht geeignet für Berufsverkehr morgens. Und ständig, wenn die einer blöd kommt, ist aus dem Auto aussteigen und kaplau, jemand auf die Nase hauen. Was gibt's hier? Ich weiß gerade nicht genau. Warte, gib. Nee, das ist für Batman. Oh, ist ja krass. Guck mal, der drückt die einfach in den Boden. Hast du gesehen? Ach, okay, hier brauche ich Cheater. Schau mal, hier kannst du doch bestimmt einschlagen, oder? Mit Grundy. Ah, okay, jetzt kommen hier die Pflanzen raus. Siehst du das? Und eine. Das ist irgendwas, was man lasern kann, oder? Ja, aber niemand von uns hat Laser. Kannst du denn hier die Wand einschlagen? Warte mal, das müsste ich eigentlich können. Nee, angeblich braucht's da Cheetah für. Ich probiere mal mein Glück mit ihr. Ach so, nee, hier, sie muss hier buddeln. Der Solomon steht immer direkt im Weg. So. Er müsste doch hier hinten jetzt sein schlagen können. Ah ja, okay. Nur. Was habe ich davon? Ich weiß nicht, was ich davon habe. Das weiß keiner. Ist denn hier hinten noch irgendwas zu machen? Nee. Ja, das kriege ich aber auch nicht kaputt. Das große. Hier ist noch was. Hast du einen Anzug, der Raketen nee, habe ich eben schon geguckt. Also ich glaube nicht. Was ist das hier? Gefahren, Technik, Leucht, Helm, Magnet, Kugel. Wir müssen irgendwie diese Knospen da zum Blühen bringen. Hier hinten ist irgendein Feld für irgendeine Figur, aber ich kann nicht erkennen, für was für eine. Siehst du das hier? Mhm. Ist das für Cheetah zum Graben? Nee, sonst, sie weiß auch nicht, was es soll. Hat da? Vor allem Cheetah kann auch nicht sich umziehen oder so. Ja, Adam, wir haben aber keine Chance, dich zu retten. Kannst du das hier aufdreschen mit Grundy? Die große Pflanze? Ja. Nee, das kriege ich nicht auf. Das ist ja, glaube ich, die Geschichte mit den drei diesen drei Pflanzen, die wir irgendwie aktivieren müssen. Hm. Wir haben keinen Laser, wir haben keine Raketen. Ich habe keine anderen Anzüge, also ich weiß nicht, was ich davon hatte, dass ich hier hinten mit Grundy das aufgedrescht habe.
Ah, schau mal. Das hier kann man so runterrufen, dann geht's hier oben weiter. Ach, super. Da muss ich da mal auch erstmal finden, ne? Da ist immer so ein Poison Ivy-Ding, was man kaputt hauen kann. Stimmt, Dings kann ja, Robin kann ja Sachen runterziehen. Ja. Zum Beispiel die Stimmung. Schau mal, jetzt neuer Anzug für Robin. Taucher. Ah. Da kann ich so bestimmt hier rein. Aber du kannst ja auch wieder nichts wegschießen, was. Das ist ja kein Laser. Ach doch, jetzt. Ach doch, schon. Der hat einen Laser dabei. Das muss man auch erstmal rausfinden. Okay, und jetzt kannst du das Ganze hier graben, mit Cheater. Wie ordentlich hier das immer macht. So, und jetzt, Leute, jetzt kann ich die alle anlasern. Warte mal, erstmal nach oben. Da. Ah, genau. Also jetzt geht das auch. Das kann ich doch Adam West bestimmt doch retten, oder nicht? Retten oder zerlegen? Ich wollte gerade sagen, ich fürchte nicht. Und du hast ganz sicher keinen Raketenanzug dabei. Nee. Ich wusste nicht welcher. Du hast auch schon mal Robin gespielt, hat noch keine Raketen, oder doch? Nee, ich glaube tatsächlich, er hat auch keine. Ich glaube, du lügst nicht. Ah, da. Sehr gut. Und das hintere noch und dann, als ob man da nicht vorbeikäme. Videospiele, ey. Sehen, dass wir gegen Brainiac einsetzen können? Solomon Grundy, das hoffen. Genau, da kannst du es graben. Als Grundy. Ah. Wurde aber gerade nicht angezeigt, oder? Wow, genau das brauchen wir. Da hat uns dein Hoffen wohl geholfen, Grundy. Was ist das denn? Keine Ahnung. Okay. <Hä? lacht> Wie geil die fleischfressende Pflanze aussieht. Du entkommst mir nicht. Oh Junge, wie gern hätte ich dieses Schiff. Komm raus, Brainiac. Wie geil wütend sie ist. Lass mir ein paar übrig. Das ist der echte Brainiac. Er kommt. Wie geil er geht. Huh? Oh, das ist doch der. Das hat er doch die ganze Zeit. Ach, das ist nur nochmal, ach, dass das Schiff, das abgestürzt ist. Gotham, ich vergaß. Eine weitere winzige Stadt in meiner Sammlung von Städten aus anderen Welten sein. Wie geil, das Batman-Zeichen. Wir müssen uns beeilen. Beeilen? Meine Spezialität. Meine. Keiner handelt schneller als ich. Schnell wie der Blitz. Ich hatte irgendwann zu Fritz schon mal gesagt, in der Werbepause, ja, Ladepause, wie geil es ist, wenn es Lego-Steine gäbe, die man halt die so wie LEDs von sich aus leuchten. Also so einzelne Einer oder so, die man wie so einen Sternenhimmel an den Himmel tun, an die Decke tun kann. Wie gesagt, es gibt ja die, die, wenn sie angestrahlt werden, halt dann eine Weile nachleuchten. Wie auch immer, hier war eine Speichergelegenheit gerade und die haben wir ergriffen. Und deshalb machen wir hier eine kurze Pause und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bis dann, ciao.